wurde vor einer ganzen Weile schon auf meiner Facebook-Seite getaggt, und zwar zum What's in my bag tag. Und da das irgendwie bei mir wie bei auch irgendwie fast allen anderen genau das gleiche ist, dachte ich mir, machen wir da auch mal was anderes draus. Und da ich gerade so am Packen bin für meinen Triathlon morgen, dachte ich mir, ich mache einen What's in my Triathlon bag tag. Und den mache ich jetzt. Ich habe den gerade schon mal gedreht, deswegen ist das jetzt alles quasi andersrum, aber ist auch ganz gut. Dann packe ich alles, was ich gerade eben ausgepackt habe, nehme ich wieder ein. Fangen wir an bei den Wassersportsachen. Ich habe hier einmal so eine monsterschicke Badekappe. Die habe ich für 3 Euro auf Kleiderkreisel gekauft, war natürlich neu. Die ist, weiß ich nicht von wem, Treeboard. Und ich habe die bisher benutzt. Die Haare werden zwar feucht, aber ist ganz gut. Also ich fand die ganz gut. Und dann habe ich hier jetzt die Schwimmbrille. Die habe ich von meinem Papa geschenkt gekriegt und die ist eigentlich auch ganz gut. Also mit der bin ich echt zufrieden. Ich hoffe, sie wird mir mal gute Dienste leisten. Dann habe ich zum Schwimmen hier irgendwo meinen Badeanzug. Ich habe nämlich gerade eben noch einen Badeanzug gekauft. Hier, der ist von Alex und ich natürlich vollkommen motiviert in die Größe 36 Badeanzüge gesprungen. Hahaha, ja. Der ist von Alex. Kann ich jetzt gar nicht aussprechen, weil ich gerade irgendwie total durcheinander bin. Ich halte es euch einfach in die Kamera. Achtet um Gottes Willen nicht auf meine Fingernägel. Ich verstecke sie gleich. Die sind ganz, ganz schrecklich. Und der war runtergesetzt von 40 Euro auf 29 Euro. Ich werde ihn jetzt gleich noch in die Waschmaschine hauen. Und dann wird der morgen hoffentlich mein Begleiter. Ich hasse Badeanzüge, aber die liebe Daniela hat zu mir gesagt, Mann, kauf dir einen Badeanzug. Und sie wird schon recht haben. Die schwimmt schon lang genug. Dann zu den Laufsachen. Ich habe meine Laufschuhe, da habe ich ja auch ein Video drüber gedreht, über die Laufanalyse. Kann ich euch auch in meine Infobox verlinken. Dann zu meinen anderen Sachen. Ich laufe morgen für den Verein Laufen gegen Leiden. Da trage ich dann auch das T-Shirt, das werde ich dann nach dem Schwimmen drüber ziehen. Und dann habe ich hier noch von Toni Mara das Shirt, ich nehme es auch mal noch mit. Ich weiß nicht genau, vielleicht kann ich das nach dem Radfahren dann, also das zum Radfahren oder das andere zum Radfahren, wie auch immer, mal schauen. Vielleicht wechsle ich die. Dann zu den Hosen. Ich habe 2 Hosen. Ich habe mir einmal hier so eine Radlerhose auf Kleiderkreisel getauscht. Die ist von Aldi, glaube ich, für Größe 36, 38. Ich habe die getauscht, die ist so zum Drunterziehen. Und da ziehe ich dann drüber die Hose von Toni Mara. Da werde ich euch auch nochmal eine extra Review dazu machen. Ich durfte die testen. Und genau, werde die euch vorstellen. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Firma. Ich bin sehr begeistert und habe die Sachen jetzt auch schon eine Weile. Aber wollte die richtig auf Herz und Nieren testen, bevor ich sie euch dann natürlich vorstelle. Sport-BH, wobei ich nicht weiß, wie ich das mit dem Wechsel machen kann. Dann habe ich hier noch so eine Laufjacke mitgenommen, weil vielleicht für danach, ich weiß nicht, wie das Wetter morgen ist oder wenn es in der Früh noch frisch ist, dass ich die einfach zum Rüberziehen dabei habe. Dann, ja, Sportsocken ganz normal. Dann hier genau mein Laufgurt, den habe ich auch mal, ich glaube, weiß ich nicht, habe den, glaube ich, bei Rewe oder so mal mitgenommen. Der hat eben normal 3 so Trinkflaschen, wie die dritte ist, weiß ich gerade nicht. So ein Beutelchen, wo man dann eben auch die Kopfhörer durchstecken kann. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, um den umzuschneiden oder ob er mehr im Weg ist. Dann die Kamera natürlich, und ein Ersatzakku. Aber das habe ich dann in der anderen Tasche. Dann, um auch meiner Sucht unterwegs nachzugehen, habe ich hier den Matcha und so einen Shaker. Und Mandelmus, ich werde das nicht im großen Glas mitnehmen, aber um das euch zu zeigen, ich nehme da einen Esslöffel Mandelmus, Wasser, den Matcha, Agavendicksaft und shake mir das dann. Dann habe ich mein Matcha und ich werde dann morgen bestimmt was von brauchen. Mehrere Matchas. Wenn wir danach noch auf eine Verlobungsfeier gehen, freue ich mich. Dann, Schminktasche, da habe ich jetzt so random Schminkzeug drin. Weiß ich jetzt nicht, ob das so mega interessant ist. Ich mich danach wahrscheinlich ein bisschen hübsch machen muss. Nach dem Triathlon, dann ja Shampoo, Duschgel, Shampoo und Spülung. Genau, das habe ich auch immer in meiner Handtasche, deswegen überschneidet sich das auch manchmal. Datteln und Trockenfrüchte und noch so Energiebällchen, die habe ich von meiner Mama geschenkt gekriegt. Aus dem Reformhaus. Und die sind sehr, sehr lecker, so Mangobällchen. Habe ich immer dabei und das ist vielleicht morgen auch ganz gut. War sehr klug, das mir nur zu stecken, aber ich habe so Lust drauf.
Nafsha kommt auch auf jeden Fall mit. Was ist das hier drin? Und zwar ist Nafsha veganen Challenge tauglich und mit ganz viel Liebesstoffen. Und das werde ich auch jeden Morgen mitnehmen zur Stärkung. Dann mein Teebecher, weil ich unterwegs wahrscheinlich auf der Fahrt Tee trinken werde. Und hier brauche ich morgen auf jeden Fall den Koffein. Den trinke ich morgen. Ich werde auch auf jeden Fall mitwandern. Sonnenbrille werde ich natürlich bestimmt brauchen während dem Schwimmen und dem Radfahren. Nein, Spaß, mein Papa bringt mir so eine Fahrradsonnenbrille mit so durchsichtig, dass mir nichts in die Augen fliegt. Dann habe ich jetzt noch so ein Täschchen, das habe ich immer dabei. Habe ich jetzt natürlich auch alles schon ausgeräumt beim letzten Video. Aber zeige ich euch jetzt kurz. Das ist eine Haarbürste, sieht ganz lecker aus. So ein Rolldings. Jeder, der eine Katze hat, weiß, wofür es braucht. Die Nachbarn gucken mich nämlich total dämlich an, glaube ich. Ich sitze hier nämlich am Fensterbrett und mit dem Gesicht zum Fenster und rede mit der Kamera. So ein Nagelset habe ich auch immer dabei. Ersatzakku für die Kamera. So ein Mattifying Oil Control Paper von Catrice. Nagellackentferner, ja, so Lippenprodukt und so weiter. Dann nehme ich noch Sonnencreme mit. Weiß ja nicht, ob es morgen Sonne scheint. Dann habe ich immer so ein Handdesinfektionsding dabei, weil ich viel unterwegs bin und das dann immer ganz gut ist für unterwegs. Das ist auch so ein Sport- und Massagegel, das Öl, das ich morgen mitnehme. Dann noch so Feuchttücher für unterwegs. Habe ich auch ganz gerne immer dabei. Eine Mundspülung von DM. Das ist so das Ding, was ich immer in meiner Tasche dabei habe, außer dem Sportmassageöl. Und dann habe ich noch mein Pulsgurt-Dings dabei. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt die Zeit für habe, um mir den morgen umzuschnallen, aber ich nehme ihn auf jeden Fall mal mit. Und dann habe ich hier noch so einen Kulturbeutel, wo noch so Deo und so Duschgel und so weiter drin ist. Ja, das war jetzt der What's in my Triathlon Bag Tag. Und ich habe noch einen Helm, der noch mitkommt, dann eben die Kamera und Fahrrad bringt der Papa und ja. Ich muss jetzt noch ganz viel erledigen. Ich mache mir jetzt das vegane Sushi und ich bin schon ganz aufgeregt wegen morgen, konnte auch gestern Abend nicht schlafen. Und ja, eine ganz, ganz liebe Zuhörerin, Zuschauerin, Abonnentin hat mir geschrieben, ich soll doch diese Rescue-Tropfen nehmen von diese Bachblüten. Und die habe ich auch noch hier und ich denke, die werde ich auch noch nehmen morgen, um ein bisschen runterzukommen vorher. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr zu irgendwelchen Produkten was wissen wollt, dann schreibt mir einfach in die Infobox. Ansonsten sehen wir uns nach dem Triathlon wieder. Und ich habe noch eine Frage, ist es euch lieber, wenn ich an bestimmten Tagen Videos hochlade? Manche machen das ja 3 Videos pro Woche oder 2 Videos pro Woche. Oder ist es euch schnuppe, also wann die halt, dass die dann immer irgendwann kommen oder immer montags oder immer dienstags oder ja. Würde mich freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend. Bis dann, tschüss!